Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. So, und hier ist niemand mehr. Landria hat geredet. Die Rassi. Okay, nee. Die Rassi, die Rano. Nee, die Rasno. You seem to be weathered and paranoid about disease. Ja, natürlich, das wissen wir auf jeden Fall, das wissen wir einfach so. It's not paranoia. I was bedridden for the last 3 weeks with ataxia. My employer, I mean the Jarl, was very angry. There was so much dust. Before that, it was the rattles. I got too close to one of Valandria's jaws and inhaled some kind of spore. Before I got the rattles, it was rock joint. And before that, it was collie wobbles. Okay, also hatte sie viele Krankheitstypen, Erreger, wie auch immer. Exactly, how many diseases have you contracted? In the brief time I've been made at Miss Vale Keep, I've gotten dampworm and the droops, whitbane and witherfoot. I've survived this long through perseverance, not paranoia. I dust the floors and wipe the tables, wash the dishes and change the linens. I make sure to clean every nook, cranny, crack and corner of this place. And sometimes it's still not enough. Ein bisschen klingt es so wie so eine kleine Hypochonder. Some say a little dirt never hurt. Wie war das? A little dirt never hurt anyone. Okay. It is it difficult keeping the place clean? Ja, wir reden jetzt mit ihr über Putzen. It depends. The dust tends to gather around the corners, and that's easy to sweep up. The court likes to feast, but nobility generally keeps the dining area clean. Thankfully, my duties don't extend to the barracks. The rug is a different story. It's not as easy to spot dust and dirt, and even harder to get out stains. Und wahrscheinlich hilft ihnen jemand, ne? Has anyone offered to help? Well, Andrea offered to make some sort of liquid sub-concoction out of goat fat and lavender. But thankfully, she forgot about it. Of course, that's part of the problem. That wizard is always forgetting about her experiments. It's almost like she gets halfway done and then it turns into something else. I have no idea what is and isn't trash, but the flies sure do. They'll find a rotting piece of meat and lay their eggs. Come down, the keep will be riddled with maggots inching their way across the floor. Oh, das mit der... mit Vylandra oder wie sie hieß, haben wir schon mitbekommen. Some say a little dirt never hurt anyone. Are you joking? A little dirt never hurt anyone? Tell that to everyone who died in the Crimson Plague. All it takes is one rat in a crowded area to infect an entire city. One little spore flying up your nose. That's the really frightening part. Ingen Blackbriar told me we eat and breathe poisons every day. Same things that give us life could kill us. By Ismir's fear, that's the scariest sodding thing I've ever heard. Okay. What she says is true, then every meal, every breath is like gambling with your life. I wish I could cook all my food in a stew of cure disease potions, but I can't afford the ingredients. Ja. Da waren noch einige Gesprächsoptionen. Nicht? Ja. If you truly valued clean Linus, you'd start with yourself. You filthy one. Nein, wir beleidigen sie doch jetzt nicht einfach. Collie Wobbles, I don't know what that is. Please don't cough on me. I get it. I can stand mess either. Ja. Thank you. Finally, someone who's sympathetic. But it's not just the messes. You can't see disease. You can't touch it. It's just there. It'd be a lot easier to avoid it if it crawled around on eight legs like a spider. Although I'd probably have a lot more nightmares. Ja, okay. Ich möchte meine andere fragen, weil die anderen beiden Optionen zur Beleidigung. Okay, just be quick. I think my nose is starting to run, and I'd rather not wipe it on my hands. Du bist echt ein bisschen Hypochonder.
Do you have some sort of issue with Ulandria? It's her crazy experiments. I can't go near her counter without catching something or other. And the way she hoards things and then just leaves them out for days. I just don't understand it. Why does a Jarl even need a court wizard? Mages can't be trusted. You ever read about the Thracian Plague? It was created by a sloth, but I bet my life he was also a mage. Hey, mag er sind gut. Vilandria may not be the best example. Ja, Mages are fine. Vilandria ist zwar ein bisschen vergesslich, aber komm. How dare you insult the court wizard? You pitiful servant, go scrub something. Ja, wir wollen sie jetzt nicht stigmatisieren, beleidigen. Magic is a dark art, and it is precisely why I love it. Na, wir stehen jetzt nicht so unbedingt auf die ganzen dunklen Mächte. God Wizard has long been a fixture of ruling houses across Tamriel. I agree, magic is an unnatural force and should be abolished. Wir sind Magier, wir sind für Magier. Ich verstehe nicht, warum jeder in diesem scheiß Tamriel gegen Magier ist. How would you know? Are we just expected to take Ulandria at her word? That's what's so scary. I trust the Jarl, the steward, and the housecarl, but what do they know about magic? The court wizard could be doing harmless research, or applying to kill the lot of us, and no one would know the difference. Ja. Ja, 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 ich will ja nur die anderen. Have you ever read about the Thracian Plague? It was created by a sloth, but I bet my life he was also a mage. Ich will ja nur die anderen Gesprächsoptionen außer die beleidigen, denn hier, Magic is the Dark, damit beleidigen wir sie ja nicht, ne? Vielleicht sind wir ja aus so einer Art Slytherin. You're a warlock? Can you tell me what Ulandria is up to is in your line of work? Truth is, I can't make heads or tails of it. Oh gods, what if that's a sign of superficious dementia? My skin, does it look scaly to you? My arms look smooth, but what if that's one of the symptoms? I need to ask Imbin. Ja, okay, das reicht, danke. Und was ist dein Name? Dirassi, Dirasno? I'm Dirassi, the Jarl's maid. If you want to talk to someone important, try the steward. I just set the table and sweep the floors. I don't even live here. Normally maids sleep in the servants' quarters, but I usually stay at the Temple of Mara. I won't sleep on a bed of any kind. They're a perfect hiding place for a hive of yellow ticks. Aha. Ja. Und gut, dann hätten wir das ja auch geklärt. Jetzt, wo sie darüber geredet hat, fiel mein Nase gerade plötzlich auf einmal an zu laufen. Ja, goodbye. Wen haben wir hier denn noch? Ja, wir haben Shen. Ja? Nein. Wie? Ein bisschen zum vom Fressen? Ja, Apfelkuchen, Lauch. Anuriel. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ein. Was macht ihr hier in der Gegend? Als Vogt diene ich als Mittler zwischen der Jarl und ihren Untertanen. Mhm. Ich kümmere mich außerdem um das politische Alltagsgeschäft hier in Rifton. In letzter Zeit habe ich alle Hände voll damit zu tun, gegen diese lächerlichen Korruptionsvorwürfe in unserer Festung anzugehen. Mhm. Was für Korruptionsgerüchte gibt's hier denn? Kann ich dabei helfen? Es gibt Leute, die glauben, die Jarl tue nichts für diese Stadt. Dass sie korrupt sei und von der Schwarzdorn-Familie hasiert werde. Ich kann euch versichern, dass nichts von dem stimmt. Wir haben alles im Griff. Na dann, wenn ihr mir das versichert, dann glaube ich euch. Erzählt mir etwas über die Diebesgilde. Als Gilde würde ich sie nicht unbedingt bezeichnen, eher als unorganisierten Haufen. Eigentlich sehe ich sie nicht einmal als Bedrohung an. Stattdessen sollten wir unsere Ressourcen in die Invasionsvorbereitungen investieren. Mhm.
Ihr seid in Riftern willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Danke, werde ich. So, und jetzt wissen wir mit Yarl... Ich hoffe, dass die Straße gut zu euch war. Jetzt müssen wir mit Yarl Laila Rechtsprecher reden. Toller Nachname. Was kann ich für euch tun? Ja, wir gehen zu ihr. Ich habe einen Skummerhändler in Riftern entdeckt. Als allererstes natürlich. Ja, wir wissen von Sartes Machenschaften im Lagerhaus. Leider sind wir uns sicher, dass er Informanten in der Stadtwache hat. Er ist uns bisher jedes Mal entkommen, wenn wir ihn festnehmen wollten. Wenn ihr euch jedoch dieser Sache diskret annehmen würdet, könntet ihr ihn vielleicht überraschen. Jo, mache ich. Entschuldigung, aber das hört sich gefährlich an. Nein, gefährlich gibt's nicht. Hervorragend. Hier, das ist der Schlüssel zum Lagerhaus. Versucht, diesen Gifthändler zu schnappen und ihn zu überzeugen, seine Geschäfte dauerhaft aufzugeben. Ja, ich werde es versuchen. Wie steht ihr zum Krieg? Auch wenn ich Ulfriks Sache als gerecht ansehe, mache ich mir Sorgen um die Bewohner von Rift. Wie können sie ihr ohnehin schon hartes Leben weiterleben, wenn dunkle Wolken über ihnen hängen? Ich fühle mit ihnen. Wenn wir doch nur mehr Geld hätten, dann könnte ich sie wie meine eigene Familie beschützen. Wieso habt ihr nicht so viel Geld und was ist mit Ulfric persönlich? Mit den Sturmmänteln im Rücken plant Ulfric, die Truppen des Kaiserreichs aus Himmelsrand zu vertreiben und unsere Beteiligung am Weißgold-Konkordat zu beenden. Viele haben im Kampf für diese Sache das Leben gelassen. Ich fürchte, das Land wird noch Jahre mit Blut befleckt sein. Ist das jetzt gut oder schlecht? Naja, was ist das Weißgold-Konkordat? Ihr wisst sicher vom großen Krieg zwischen dem Kaiservolk und den Elfen, die sich selbst der Altmeri-Bund nennen. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, wurde das Weißgold-Konkordat unterzeichnet. Es sollte ein Bündnis sein, das für Frieden im Kaiserreich sorgen sollte. Eine der Bedingungen des Vertrags war das gesetzliche Verbot der Anbetung von Talos. Für die Sturmmäntel war das der Augenblick, in dem es für jeden wahren Nord unwürdig wurde, für das Kaiserreich einzutreten. Die immer alle haben mit Religion. Verstehe ich gar nicht. Erzählt mir etwas über die Diebesgilde. Wir brennen alle darauf, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Maven Schwarzdorn hat mir versichert, dass sie ihr gerechtes Schicksal ereilen wird. Als eine der einflussreichsten Bürgerinnen der Stadt wird sie persönlich dafür sorgen, dass sie inhaftiert werden. Leider sind sie schwer zu fassen. Aber ich bin mir sicher, dass Maven nicht aufgeben wird, bevor diese Stadt komplett von ihnen gesäubert wurde. Ja, mal gucken, wer stärker ist. Ich wünsche euch eine gute Reise. Danke. Ich euch auch. Was braucht ihr? Sehr lohnend. Verzeiht, aber ihr seht nicht besonders gut aus. Fühlt ihr euch nicht wohl? Wieso sollte ich zu jemandem hingehen und ihn fragen, weshalb sollte ich euch verspotten? Weil ich etwas getan habe, zu dem keine Seele in diesem blutbesudelten Haus des Krieges den Schneid hat. Ich habe es gewagt, meine Meinung zu sagen. Ich habe es gewagt, vom Kaiserreich und von den Lügen zu sprechen, die von Ulfric, dem Anführer der Sturmmäntel, verbreitet wurden. Jetzt hat mir meine Mutter mein Erbe aberkannt und mich eingekerkert wie einen gewöhnlichen Verbrecher. Und mein Bruder hat sich praktisch von mir losgesagt. Seid vorsichtig mit dem, was ihr hier sagt. Ihr werdet feststellen, dass Auflehnung nicht von jedem hier freundlich aufgenommen wird. Ich habe das ja auch schon mitbekommen, weil... Windhelm, sage ich nur. Das Nazi-Lager schlechthin. Welche Lügen hat Ulfric verbreitet? Ulfric liegt nur eines am Herzen. Und das ist Ulfric selbst. Er hat sich zum zukünftigen Großkönig von Himmelsrand erklärt und trampelt jeden nieder, der ihm in den Weg kommt. Er hat eine Rebellion gegen jene angezettelt, die die Verehrung von Talos abschaffen wollen und benutzt das als seinen Kriegsruf. Sein Anliegen mag gerechtfertigt sein. Aber der Mann selbst ist eine einzige Lüge. Alles, was ihn bewegt, ist seine Gier nach dem Thron. Ja, das gibt es. Also gut. Ja. Der Rattenweg ist die Macht, ja. Machtsucht. Ort, an dem normale Bürger nichts zu schaffen haben. Ja, ich bin ja nicht normal. Ich bin... Seid ihr gekommen, um euch über den jüngsten Sohn des Jahres lustig zu machen? Ja, klar. Ich kenne euch. Wo ihr brauchst doch etwas? Gleich. Oh, wolltet ihr mir etwas holen? Das ist so schön, dass ich die eigentlich jedes Mal neu beklauen könnte.
Aber man sieht nicht, das ist ja schon. Aus dem Weg. Der Sohn des Jarl hat keine Zeit für müßige Unterhaltung mit Reisenden. Harald, kannten wir den nicht aus Fallout 3? Wenn es nicht um offizielle Angelegenheiten geht, vergeudet ihr meine Zeit. Nur ein Dolch für den Sohn des Jarl? Achso, der hat nur ein Dolch da, hier. Ich habe im Hof mit einer Wache geübt, die in Ohnmacht gefallen ist, als ich ihr sagte, dass sie sich ducken soll. Meine Klinge ging direkt ins Mauerwerk und musste umständlich repariert werden. Zum Glück vollbringt unser Schmied Balimund wahre Wunder. Wenn ihr mein Schwert bei ihm abholen könntet, wäre ich äußerst dankbar. Ja, der Mann ist auch nur ein kleines bisschen selbstverliebt. Ah, ja, Harald. Danke. Beeilt euch bitte. Ja, ich werde mich für euch beeilen. Es scheint Besuche in Riften zu missfallen. Jeden Tag wächst die Gefahr für mich und meine Familie, aus Riften verbannt zu werden. Wer weiß, wie viele Spione das Kaiserreich uns schon geschickt hat. Wir befinden uns im Krieg, nicht die Zeit für Gastfreundschaft. Zum Glück behält Mutter einen klaren Kopf. Ging es nach meinem Bruder, stünden wir schon unter kaiserlichen Farben. Also, ach so, hier da hinten seid ihr und euer Bruder euch uneins? Also nicht gleicher Meinung? Dieser Dummkopf hatte sogar die Kühnheit, seine Liebe zum Kaiserreich auf dem Marktplatz zu erwähnen. Er erwartet, dass wir unseren Widerstand ablegen und sie mit offenen Armen begrüßen. Wir sollen mit ihnen Gespräche führen, statt ihr Blut zu vergießen, um unsere Heimat zu verteidigen. Er ist ein Verräter, ganz einfach. Wäre ich auf dem Thron gewesen, hätte er aufgrund seiner Sympathien für das Kaiserreich am Galgen gehangen. Ja. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Ja, wälze dich in deinem Eigenlob. Drachen? Ja, Drachen. Gibt's hier irgendwas? Also ich meine ja... Also ich... Na, wertvolle Sachen könnte ich klauen. Oh. Oh, Geld. Huch. Was? Rubin. Fällt niemand auf, dass ich hier klaue? Niemanden. Aber das ist ja... Sibi Schwarzdorn. Ein paar kurze Zeit, um zu meinem Sohn Sibi. Er ist so zu behandeln, wie ich dies bei jedem Mitglied der Familie Schwarzdorn erwarten würde. Und jeden seiner Wünsche ist fraglos nachzukommen. Allerdings untersage ich es euch, ihn freizulassen, es sei denn, ich würde es ausdrücklich erlauben. Sibo muss lernen, wo er hingehört, und das nennt er nun hinter Schloss und Riegel. Ja, scheinbar ist die wohl doch in die Geschäfte hier. Ich Geld. In die Sachen hier involviert, wenn sie ihn sogar verbieten können. Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Was ich sagen wollte, Ich habe großen Respekt vor der Schule der Wiederherstellung. Himmelsrand könnte mehr Heiler gebrauchen. Jetzt habe ich es vergessen. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Ja, okay, das hatte ich dann wohl schon mal. Oh, was haben wir denn hier? Ja, ein paar Vitrinen. Gold. Ich finde das so gut, dass es hier kein Karma mehr gibt. Nee, ich habe komplett... Was? Mist Whale Keep Barracks. Barracks Obamas. Nee. Ich habe schon viel von euch und eurem Süßholzgeraspel gehört. Danke. Ich muss einen Cut machen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.